Hey Leute, was geht ab? Mein Name ist Sebo und in diesem Video geht es um das iPad Air 3, also das iPad Air, das 2019 auf den Markt gekommen ist im Februar. Ich habe es mir vor kurzer Zeit gekauft und wollte dazu meine eigene Erfahrung, meine Meinung zum Gerät machen. Ob es sich lohnt oder nicht, das erfahrt ihr in diesem Video. Viel Spaß! Als allererstes, total gut geschützt natürlich, ich habe mir eine Hülle besorgt. Mit so Vorder- und hinten auch. Das Gerät gibt es nämlich nicht in Rot, natürlich hinten. Es gibt es einmal in Silber, in Space Grau, also in Dunkelgrau, und einmal in Rosé Gold ungefähr, also in Gold. Das sieht man auch hier ein wenig, die Farbe vom Gerät. Bei mir ist natürlich total geschützt, weil ich möchte es ja nicht zerkratzen. Erstmal sage ich vielleicht später was zum Gerät, erstmal vielleicht um das Zubehör und um alles drumherum. Die Hülle habe ich nicht im App Store, sondern einfach ganz normal von Amazon eine 10-15 Euro Hülle gekauft, weil ich der Meinung bin, man muss nicht 50 Euro oder mehr für eine Hülle ausgeben. Die schützt das genauso gut und sieht auch genauso gut aus und macht auch alles, was sie soll. Der Sticker, also die Hülle gibt es nicht so, der Sticker kam aus der Packung raus. Ja, den habe ich dann draufgeklebt, damit es ein bisschen, keine Ahnung, süß aussieht. Die Tastatur, man braucht selbstverständlich keine Tastatur. Ich habe mir dennoch eine besorgt, die auch relativ preisgünstig ist, die dazu auch noch sehr qualitativ eigentlich hochwertig ist. Man braucht wirklich nicht die Tastatur von Apple, die magnetisch dran befestigt ist, weil die kostet um die 210 Euro. Ehrlich gesagt habe ich die hier auch für 15 Euro geholt und die sieht echt gut aus. Passt auch von der Größe, das sieht gar nicht irgendwie blöd oder so aus. Und das sieht dann auch so aus und das sieht ehrlich gesagt auch gar nicht so dumm aus. Also es muss jetzt nicht für 210 Euro, dass es hier dran unbedingt befestigt ist. Ich weiß ja nicht. Ich denke, es muss nicht wirklich sein. Aber es kann ja jeder selbst entscheiden. Wenn man das braucht, dann kann man das holen. Wenn nicht, dann nicht. Also das würde man dann so aufstellen oder so. Das geht auch, beide Seiten. Und dann würde es halt so stehen bleiben. Den Apple Pencil habe ich mir übrigens auch gekauft, direkt zusammen mit dem iPad. Nicht braucht man den Stift unbedingt. Es kommt drauf an. Wenn ihr es für Schule, Studium, Lernen, irgendetwas benutzt, wo ihr mitschreiben wollt, statt Papier benutzen wollt, dann würde ich euch den Stift wirklich ans Herz legen. Dafür ist er gut. Oder wenn ihr zum Beispiel, ich weiß nicht, im Bereich von Mediendesign seid und damit zeichnen möchtet auf dem Tablet, dann würde ich euch das natürlich ans Herz legen. Aber wenn ihr ehrlich gesagt nur es zum Filme gucken oder zum Spielespielen oder so benutzt, sage ich euch ehrlich, dann braucht ihr den Stift echt nicht, weil der Stift kostet 100 Euro, was ein hoher Preis ist, meiner Meinung nach, für einen Stift. Ich meine, der könnte auch gut 50 Euro kosten, wäre auch hoch, aber es wäre natürlich ein wenig besser. Aber qualitativ hochwertig. Ich zeige euch eben auch, wie der aufgeladen wird. Wir haben hier hinten eine Kappe, die können wir einfach so abziehen. Dann haben wir das hier vom iPad, wo wir es anschließen, und zwar hier, wo wir es ans Ladegerät packen. Da packen wir dann einfach den Stift ran. Sieht total dämlich aus, ich weiß. Keine Angst. Einfach nicht hier festhalten und das iPad dann hochheben. Nein, Spaß. Also das machen wir dann so ran. Ich weiß nicht, man lädt das ganz kurz eigentlich auf. 2-3 Minuten reichen und dann kann man es wirklich sehr, 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 sehr lange benutzen. Ich mache das jetzt erstmal ab. So, wie ihr seht, hat das iPad hier einen Home-Button, also es hat ganz normal Fingersensor und kein Face ID, was aber total praktisch ist. Ich meine, Face ID funktioniert auch nicht immer. Ich habe zum Beispiel das iPhone XR und mein Face ID ist zwar gut, aber manchmal will das halt nicht. Und da muss ich halt trotzdem den Code eingeben, aber beim Fingerabdruck geht das so gut. So, welches iPad habe ich hier eigentlich? Sind das 64 GB? Es ist ein Wi-Fi-Produkt. Also ich kann keine SIM-Karte einsetzen, um mir dann mobile Daten anzumachen. Dafür habe ich hier mein Handy. Mein Handy hat viel Datenvolumen und dann mache ich das einfach an und das macht dann hier einen Hotspot. Aber ehrlich gesagt nehme ich das eigentlich mit nach draußen so oft. Eher weniger. Also bald fängt meine Berufsschule an und mein Fachabitur gleichzeitig. Das heißt, ich muss viel lernen und viel mitschreiben. Deswegen habe ich mir das auch gekauft für die Schule. Ab dem Moment werde ich es halt erst mitnehmen. Und ob man wirklich draußen in der Schule Internet für das hier braucht, ich weiß nicht. Ich finde nicht. Also ich finde, mein Handy ist viel besser. Da guckt auch nicht jeder drauf, wenn man was gerade im Internet guckt von so einem kleinen Handy. Aber wenn man das noch hat, dann guckt ja jeder einfach aufs Display, denke ich mal. Und das ist echt nicht so nice, ehrlich gesagt. So Leute, nun komme ich zu einem Punkt, wo ich euch zeige, was in meinem iPad drin ist, welche Apps ich benutze, wofür ich zum Beispiel meinen Apple Pencil benutze und vieles mehr.
Okay, wie ihr seht, habe ich hier mein iPad Air 3. Ich rede gerade so mit der Kamera und ihr werdet dann wahrscheinlich ein Display Recording sehen. Also, dass ich meinen Bildschirm aufnehme. Fangen wir einfach mal mit dem Gröbsten an. Habe ich hier ganz normal die Startseite von allen ursprünglichen Apple-Produkten. Die gibt es bei jedem Handy, in jedem iPad. Das sind ganz normal Fotos, Kamera, Karte, Uhr, Notizen, Erinnerungen, App-Score und ja, die Einstellungen und so weiter eigentlich. Nichts überaus Besonderes. Dann machen wir hier weiter. Ich benutze das iPad generell zum Lernen und zum Videoschneiden. Es hat zwei Hauptaufgaben und sonst hat es eigentlich keine Aufgabe. Ich glaube, ich habe ein Spiel drauf, das ich sehr, sehr selten spiele. Ich checke meine Mails und sonst mache ich damit eigentlich so gut wie nichts. Wir haben hier einmal iMovie, was ich eigentlich benutze, um meine Videos mit Soundeffekten vor allem zu schmücken. Nicht zum Schneiden, dafür habe ich eine andere App. iMovie ist sehr, sehr gut, finde ich. Es ist ja kostenlos. Es ist eine App, die von Apple zur Verfügung gestellt wird auf allen Handys und iPads und Macs. Ich finde das sehr praktisch und sehr gut. Danach habe ich die ganz normalen Standardprogramme wie Word, Excel und PowerPoint. Benutze ich die im Augenblick eher weniger, aber ich kenne mich damit aus. Ich habe hier den Scanboard, der gut ist, wenn ich zum Beispiel Dokumente scannen möchte. Beispielsweise, ich unterschreibe ein Dokument und möchte das jemandem senden, zum Beispiel, weiß ich nicht, der Firma, wo ich angestellt bin oder meinem Ausbilder oder irgendwem, dann unterschreibe ich einfach den Zettel ganz normal und anstatt jetzt zur Post zu gehen und den Brief zu versenden, dann spare ich mir manchmal die Zeit, wenn es auch übrigens schnell gehen muss, dann scanne ich das einfach ein und schicke das dann mit der Mail. Also ich habe dann hier die App, die öffnet sich dann so ganz leicht, lerne zu scannen, ja. Und eigentlich bräuchten wir jetzt, also hier sieht man gar nichts, hier ist alles rot wegen der Kappe, so wie ihr seht, ne? Und ja, normalerweise ist dann einfach ein Zettel, den scanne ich dann ein und die Sache wäre dann auch eigentlich geklärt. Ups. Was haben wir hier noch für Apps? Wir haben einmal meinen Google Mail Account, ganz normal. Das ist der Mail Account, den ich immer benutze für alles eigentlich. Ich habe nur Google Mail und sonst nutze ich eigentlich nichts. Den sehen wir hier oben in der ersten Leiste, zweite Reihe. Darauf will ich jetzt natürlich nicht draufklicken, damit man halt nicht alles sieht, was ich so mache. Und ja, wir haben ja einen ganz normalen Taschenrechner. Wieso habe ich den runtergeladen? Ehrlich gesagt, habe ich den normalen Taschenrechner nicht gefunden. Ich weiß gar nicht, ob das iPad einen Taschenrechner hat. Eigentlich müsste es natürlich eins haben, weil mein iPhone hat auch natürlich eins, aber weil ich keins gefunden habe, habe ich mir das runtergeladen, was ich auch sehr, sehr gut finde. Dann haben wir hier meine App wegen der Fahrschule, in der ich angemeldet bin. Ja, ich versuche mich noch daran abzuarbeiten, damit ich endlich meine Theorieprüfung machen kann. So, jetzt kommen wir zu eines meiner Lieblingsprogramme, das ist hier ein Notes Writer. Das ist ein sehr gutes Programm, wenn man fürs Erste ein kostenfreies Programm haben möchte zum Mitschreiben, das dennoch gut ist. Denn wie ihr wisst, gibt es einmal GoodNotes und Notability zum Beispiel. Das sind gute Programme, kostenpflichtig, aber wenn ich dann mit der Schule anfange wieder, dann werde ich mir das wahrscheinlich auch runterladen, Notability, weil es ist ein bisschen organisierter, ein bisschen ordentlicher als dieses Programm. Aber dennoch kann ich das jedem ans Herz legen, der es erstmal ausprobieren möchte, ob er überhaupt, ob das was für ihn ist, mit so einem Stift drauf zu schreiben, ob es für ihn besser ist als mit Papier. Da muss man sich erstmal drauf einigen. Und deswegen würde ich halt dieses Programm halt empfehlen. Ich zeige das nochmal hier. Notes Writer in der zweiten Zeile und als erstes Programm von links. Genau, da öffnen wir zum Beispiel, da können wir sehr viele Sachen machen, ehrlich gesagt. Ah ja, diese App hat auch natürlich eine Vollversion. Der Preis liegt dann bei 16,99 Euro. Kann man machen, muss man noch nicht, wenn man es nicht unbedingt benötigt. Aber soweit ich weiß, wird zwischen den kostenpflichtigen Mitschreib-Apps immer Notability empfohlen oder GoodNotes und deswegen würde ich diese Pro-Version mir ehrlich gesagt nicht zulegen. Was können wir damit machen? Hier steht schon neues Pencil-Notiz. Das heißt, dass wir halt eine Notiz haben, ich zeige euch das einfach mal, habe ich jetzt drauf gedrückt, dass wir halt mit dem Stift unsere Notiz schreiben. Hier haben wir den Stift zum Beispiel, wir können aussuchen, welche Farbe, wie dick das sein soll, die Deckkraft, ob das so sein soll oder stärker. Und natürlich möchten wir das nicht so groß machen. Und ja, ich bevorzuge mal schwarz, ehrlich gesagt. Klar, man kann auch rot machen, grün. Alle Farben sind eigentlich da.
Und dann schreiben wir zum Beispiel was auf, zum Beispiel Servus YouTube. So. Wie ihr seht, es hat keine Linien, deswegen sieht es total unordentlich aus. Also man kann so schreiben, wie man will. Das ist das Positive, man kann hier auch zeichnen und alles machen, wie man will. Hier haben wir auch einen Textmarker, zum Beispiel wollen wir hier Servo ein bisschen hervorheben. Dann machen wir das so. Wir haben natürlich unseren Radiergummi. Machen wir so. Und schön ist das dann. Wir können auch unseren Stift dann als Finger benutzen. Deswegen ist hier auch so eine Hand drauf, damit wir hier so weiter scrollen können. Oder zum Beispiel das hier antippen können und uns entscheiden können, was wir damit machen wollen. Da steht dann kopieren oder zum Beispiel hier ist ein Mülleimer, dann können wir das löschen. Ist auch sehr, sehr praktisch und gut. Was mir vor allem gefällt, ist zum Beispiel, hier haben wir zum Beispiel eine Schere, mit der wir einfach so da rangehen können. Dann trimmern wir das sozusagen. Auch haben wir das hier nochmal. Dann können wir das hier kopieren und dann auf einer alten Notiz. Oh, das hat irgendwie, das sieht jetzt nicht so ordentlich aus, aber hatte halt was mit Politik zu tun. Habe ich mich halt ein bisschen nochmal informiert über die Grundlagen, weil ich mich nicht so gut damit auskenne. Und ja, können wir dann hier einfach ganz easy einsetzen und dann haben wir das da. Ihr müsst euch vorstellen, das ist vielleicht eine Zeichnung, ist ein bisschen umständlich, die nochmal woanders hinzuzeichnen. Und das kann man dann einfach damit machen. Ist total praktisch, total einfach. Das löschen wir jetzt erstmal, damit es wieder sauber ist. Hier gehen wir dann auch hin, das können wir auch löschen und machen wir nochmal alles sauber. Und ja, wenn man mich jetzt fragt, ist das praktischer als Papier? Es hat schon was. Ehrlich gesagt, sagen wir mal, man macht gerade Mathe. Man versucht die Aufgabe klappt nicht, dann versucht man es nochmal, nochmal und nochmal. Entweder radiert man das immer wieder weg mit einem Radiergummi und man schreibt mit dem Bleistift oder wenn man mit einem Kuli schreibt, kringelt man alles weg, alles total Papierverschwendung. Jetzt hier ein paar kleine Karos haben, dann schreiben wir zum Beispiel halt, ups, ein Stift. 2 plus 2 ist gleich 4. Und was macht man danach? Kann man einfach wegradieren, man kann es stehen lassen, macht einfach hier sein Häkchen hin. Und wenn es falsch ist, dann nimmt einfach hier sein Radiergummi und macht alles weg. Ne? Man kann es auch einstellen, der Radiergummi kann man auch so groß haben, dass alles ganz schnell weg ist. Und es ist einfach sehr, sehr praktisch, ehrlich gesagt, meiner Meinung nach. Also man muss natürlich selber dafür erstmal ein Gefühl entwickeln vielleicht. Aber ich kann es wirklich jedem ans Herz legen. Und man ist auch ein wenig motivierter. Also es macht schon ein bisschen mehr Spaß zu lernen, wenn man das hier drauf macht, anstatt es einfach nur auf Papier zu machen. Und man muss dann das ganze Papier mit sich rumtragen oder irgendwo zu Hause verstauen, will es nicht wegwerfen, weil man nochmal drauf gucken will. Und im iPad ist es dann einfach drin, dann speichert man das und gut ist. Und dann ist das da auch. Und ist halt sehr praktisch, das Programm. So, ich habe hier einmal ein Spiel, Lego Star Wars Saga, das ist das beste Spiel überhaupt. Lege ich euch allen ans Herz. Das ist das allerbeste Spiel überhaupt. Ich habe es damals auf der PlayStation 2 gespielt und das war einfach das beste Spiel meiner Kindheit. Auf jeden Fall gab es es letztens im App Store, habe ich mir direkt runtergeladen und ja. Danach haben wir hier einmal noch Deutsche Bahn Navigator steht hier. Also die ganz normale App, damit man sehen kann, wann welcher Bus fährt und so. Kann ganz praktisch sein, hat mich auch schon mal aus der einkniffligen Lage geholt. Und ja, finde ich eine gute App, kann man sich runterladen. Haben wir Wikipedia ganz normal. Was das ist, muss ich euch nicht erklären. Chrome haben wir. Ich finde, mit Chrome kann ich gut arbeiten. Deswegen habe ich das. Safari geht natürlich auch. Ich benutze das immer im Wechsel, ehrlich gesagt. Ja, wir haben hier einmal Lake, was eigentlich ein Programm ist, was man nicht eigentlich unbedingt braucht. Einfach nur dazu dient, dass man seine Langeweile ein wenig umgeht, dass man sich ein bisschen ablenkt vielleicht auch. Und die ist einfach nur dazu da, dass man das ja ausmalt, was eigentlich auch sehr viel Spaß machen kann, ehrlich gesagt. Hier kann man dann auch die Farben so und so wechseln. Man hat sehr viele Farben zur Auswahl, die man benutzen kann. Und das macht dann auch eigentlich Spaß. Ist jetzt nicht so schlimm, aber ja. Ist halt ganz gut zum Ablenken, ehrlich gesagt. Und ja, ich habe es mir runtergeladen, weil mir sehr, sehr langweilig war. Und ja, aber ich mag die App irgendwie. Die ist ganz
schön so. Ich überlege gerade, wie mir das eingefallen ist. Ich glaube, das liegt dran, ich kann nicht so gut zeichnen und ich wollte künstlerisch sein und dann kam das dabei raus, aber ja, ist ja jedem das seine, ne? Kann man auf jeden Fall runterladen, macht Spaß. Dieses It's Learning habe ich noch nicht probiert, ich habe es noch nicht benutzt. Ich habe ja auch gesehen, dass eine Schule, an der ich bald anfangen werde, das benutzt wird, habe ich mir erstmal runtergeladen, kann da bleiben und ja. Ich habe hier dann noch einmal drei Schneide-Apps fürs Videoschneiden. Die hier benutze ich immer, diese Clips Business. Benutze ich die sehr, sehr gut, ehrlich gesagt. Für Schneiden sehr praktisch. Und ja, also hier sucht man dann auch aus, was man hier haben möchte. Ups. So, sucht man sich dann halt ein Video aus. Man kann hier auch sagen, wofür man das eigentlich braucht. Dann macht ihr das in der Größe, also Widescreen Video, hier das ganz untere, würde man benutzen für YouTube, aber hier kann man auch für seine Instagram Story das gut bearbeiten und schneiden und natürlich auch für einen normalen Instagram Post. Und ja, ist auf jeden Fall sehr gut. Hier haben wir zwei Videos, das ist das letzte, was ich hochgeladen habe, deswegen ist das hier noch. Also kann man auf jeden Fall gut schneiden, möchte ich jetzt nicht so viel zeigen, aber ja, ist ganz praktisch. Man kann das hier auch drehen. Man kann Musik drauf tun, man kann Text drauf tun, man kann vieles machen, man kann das Video beschleunigen und vieles mehr. Und ja, es ist sehr, sehr praktisch und sehr gut, ehrlich gesagt. Dann haben wir hier so eine ähnliche App, die ist auch total ähnlich, fast gleich, deswegen muss ich dazu nichts sagen, aber die ist die beste zum Schneiden, ehrlich gesagt. Und die anderen zwei, die taugen nicht viel, ehrlich gesagt. Wenn ich für meine YouTube-Videos was benutze, dann ist das Clips, Business und iMovie. Und mehr brauche ich nicht. Und natürlich, wie ihr hier seht, YouTube. Ja, dazu brauche ich auch nicht viel zu sagen. Media Convert, wofür habe ich das? Ich habe das eigentlich nur damit, manche Videos, da will ich nur den Ton drauf haben. Dafür habe ich das dann, das nimmt dann den Ton. Und ja, und wie ihr hier seht, Display Recorder habe ich halt, um diese Aufnahme hier zu machen, die ihr gerade seht. Und ja, das war es auch eigentlich schon. Ich habe nicht mehr. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr konntet was davon mitnehmen und habt ein wenig Einblick. Ich hoffe, ich konnte euch irgendwie helfen. Und vielleicht ladet ihr euch die ein oder andere App auch runter und guckt mal, wie das so ist. Ich wollte euch meine Erfahrung und meine Gedanken ans Herz bringen und euch eine kleine Info dazu geben, ob ihr es nun kaufen sollt oder nicht. Müsst ihr selber entscheiden. Ich würde es empfehlen. Den Rest müsst ihr natürlich selber entscheiden. Das war's auch vom Video, Freunde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mich abonnieren wollt, könnt ihr das gerne unten machen und die Glocke aktivieren, damit ihr kein weiteres Video verpasst. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne ein Like da lassen. Wenn nicht, dann nicht. Dann bitte in den Kommentaren mir ein Feedback geben, was ich besser machen kann, was besser laufen kann. Ich freue mich darauf, eure Kommentare zu lesen und wünsche euch noch einen schönen Tag und ciao.